Ja, Augenbrauen werden ja wieder zum Trend, aber jetzt geht man wieder zum Naturlook zurück und nicht immer dieses, wie man am Kajal da zum Beispiel die Augenbrauen immer nachgefärbt hat, wie früher oder wie in den 90ern zum Beispiel. Wie sollen die Augenbrauen heuer zum Beispiel ausschauen? Ganz wichtig ist einmal die Form der Augenbraue, 2/3 ansteigend, 1/3 abfallend. Das ist ganz wichtig. Dann tut man nicht mehr so eine Line machen, sondern man soll wieder die einzelnen Haare sehen. Und das ist ganz besonders und man muss auf seine Augenbrauen gut aufpassen. Ja, nicht zu viel zupfen, denn jetzt ist der Trend wieder zu breiteren Augenbrauen und das macht jung. Und auch beim Färben, da gibt es ja auch eine ganz spezielle Farbe, die jetzt auch viele auch Designer sagen, okay, die Farbe nehmen wir für die Modenschau oder das können wir auch zu Hause verwenden. Und zwar ist das Refoktocil. Refoktocil, das ist Weltmarktführer für Augenbrauen, ganz eine tolle Marke. Refoktocil färbt man aber nicht nur dunkelbraune Augenbrauen, sondern man kann Kastanie färben, man kann immer hellbraun färben zu den Haaren dazu, denn auch der Trend ist, nicht mehr zu dunkle Augenbrauen zu haben. Warum ist gerade diese Marke so gut? Weil diese Marke seit, glaube ich, 60 Jahren besteht. Refoktocil ist die Augenbrauenfarbe. Ich war selber Friseurin als Lehrling. Es gibt nur Refoktocil, was eine gute Farbe ist. Und Refoktocil macht jetzt auch Coachings, Augenbrauen-Coachings. Wie färbe ich meine Augenbrauen? Wie forme ich es richtig? Und deswegen finde ich das so besonders. Ja, die Augenbrauen sind ja sehr, sehr wichtig für das Gesicht. Und die liebe Andrea wird es mir jetzt noch schöner machen, meine Augenbrauen. Wie wirst du jetzt vorgehen? Es ist ganz was Wichtiges, was ich den Damen lernen möchte. 2/3 ansteigend, 1/3 abfallend. Und es muss ein kleines Eck in der Augenbraue sein. Das ist das Geheimnis wie ein Facelifting. Ja? Und weil es ist ja auch der Trend wieder, dass man die Haare sieht, also mehr Haare. Früher kann man erinnern, haben sie oft diese Striche nur gehabt, wegrasiert mit dem Kajal, das ist vorbei. Also nicht machen, sondern, was macht man jetzt? Man schaut wieder, dass man die einzelnen Haare sieht. Dass der Trend geht komplett in die Natürlichkeit. Alles muss wieder von der Natürlichkeit unterstrichen werden. Super, dann beginnen wir mal. Okay. Die höchste Stelle ist das Allerwichtigste der Augenbraue. So. Jetzt haben wir von Refoktocil die Farbe zusammengemischt. Refoktocil ist der Weltmarktführer von Augenbrauenfarbe. Mhm. Refoktocil bietet sogar Kurse an für Kosmetikerinnen, Friseure, wie man richtig die Augenbrauen färbt. Da gibt es verschiedene Techniken und Augenbrauen, wir sind am Puls der Zeit. Hat diese Marke was Spezielles drinnen, dass es so beliebt ist jetzt und überall verwendet wird? Diese Marke ist, ich habe Friseurin gelernt, vor sehr langer Zeit. Und da war diese Marke schon was Besonderes. Mhm. Refoktocil ist die Firma für Augenbrauenfarbe. Mhm. Und auch überall, zum Beispiel beim DM oder wo kann man das kaufen? Beim DM gibt es solche Produkte, bitte gerade schauen zum Kaufen. Aber auch im Fachbereich, im Profibereich, ganz, ganz wichtig, Refoktocil, das ist die Farbe für die schönsten Augenbrauen. Also jetzt sind 3 Minuten um und jetzt kommt auch die Farbe wieder runter. Ja, jetzt kommt die große Überraschung. Schauen, schauen wir mal. Okay, dagegen halten bitte. Sehr schön. Mhm. Hat perfekt geklappt. Jetzt frisieren wir noch deine Augenbrauen. Super. Und in 3 Minuten habe ich dein Gesicht geordnet, habe zusammengeräumt im Gesicht, habe dem Gesicht einen Rahmen gegeben und schaut also cool aus, oder? Ich bin begeistert. Es geht auch hier wieder um das Thema Schönheit, so eigentlich so zurück zum Ursprung kann man sagen, was die Augenbrauen betrifft. Ist es richtig? Ja, genau. Schönheit ist ja für uns alle nicht ganz so unwichtig. Was ist so Ihre Morgenroutine? Also duschen natürlich. Ich habe schon so ein Grundprogramm mit Bodylotion und Gesichtscreme und dann so ein kleines Grund-Make-up. Also das mache ich schon eigentlich immer. So anders gehe ich nicht aus dem Haus. Und Sie haben jetzt auch sehr, sehr schöne Wimpern. Haben Sie es da machen lassen, diese Wellen? nein, das ist nicht hier. Nein, ich hab so einzeln gepickte Wimpern, wo ich habe nicht mehr sehr viele drinnen, aber ein paar sind noch drinnen. Und generell, wie bleibt man so jung aussehend, so gut aussehend? Ich schlafe sehr viel. Ich ernähre mich relativ gesund. Ich habe nie geraucht. Und ich denke positiv. Ich denke eigentlich nicht viel nach über mein Aussehen. Ich glaube, das ist ein Rezept.
Ist das ein Rezept? Weil ich, Ihnen kann ich das genauso sagen. Naja, sie hat schon besondere Gene auch. Das hilft natürlich, das Rezept, keine Frage. Weil Rauchen, glaube ich, ist das Schlechteste, was man machen kann als Frau. Aber sie hat ja ein wunderschönes Gesicht und wirklich ein Model-Gesicht. Und das sieht man dann, die kleinen sozusagen Fältchen überhaupt nicht. Ja? Und ja, die Haare dazu, also... Und jetzt noch die Augenbrauen und Martina, Wimpern. Du machst mich verlegen. Nein, gar nicht, das stimmt ja. Ja. Aber ich habe jetzt gelernt, dass man wirklich mit Augenbrauen noch besser aussehen kann. Ich hatte immer die Angst, dass Augenbrauen, also dunkle Augenbrauen, finster machen, streng machen. Ja. Aber offensichtlich, wenn man es gut kann und wenn die Farbe richtig gemischt wird, kann das nett ausschauen. Also ich muss mal sagen, Sie wirken sehr, sehr natürlich. Wirklich Kompliment, tolle Ausstrahlung. Aber Sie haben ein bisschen was machen lassen heute, oder? Naja, die Natürlichkeit bestmöglich zu unterstützen und zu optimieren, deswegen war ich heute da, ja. Und was genau haben Sie gemacht? Also Wimpern oder Augenbrauen oder beides oder was immer gemacht? Beides. Also die Augenbrauen sind, glaube ich, ein bisschen gefärbt und perfekt in Form gebracht und die Wimpern sind geliftet. Wie funktioniert so ein Lifting? Es ist eigentlich eine recht angenehme Prozedur. Man kann sich super dabei entspannen. Und der Effekt ist, dass die Wimpern einfach nicht sozusagen gerade nach vorne stehen, sondern schön nach oben geschwungen sind. Und das wirkt dann doch sehr natürlich und erspart diese unechten Wimpern. Und wie lange bleiben die so, die Wimpern? Also ich denke, 6 Wochen ist die Ankündigung. Mal schauen. So, liebe Lahong, also du hast ja schon was machen lassen, hast du mir erzählt. Was denn genau? Ich habe meine Wimpern da also ein bisschen leicht nach oben biegen lassen. Okay. Ja. Wie ist es gegangen? Schlimm, nein, gar nicht. Schönheit muss man leiden, aber das ist nur halt 15 Minuten. Es geht sehr schnell, leicht so brennen. So wie Chili habe ich gesagt, oh, ich habe Chili im Auge. Aber nein, das ist nicht schlimm. Dafür habe ich jetzt wirklich sehr schöne Wimpern. Erstens, zweitens, ich habe endlich herausgefunden, damit kann ich meine Zeit sparen, weil ich wollte schon täglich, dass die Wimpern ein bisschen so gebogen ist. Also der Trend geht ja generell von der Schönheit wieder so zurück zur Natur und auch bei den Augenbrauen. Wie werden die Augenbrauen heuer sein? Naja, die Augenbrauen dürfen schon auch buschig sein, also sie dürfen natürlich quasi wachsen, aber sie müssen natürlich gepflegt sein, das ist ganz wichtig. Und um die Naturfarbe dann auch zu behalten, ist es natürlich gut, wenn man dann ein bisschen da und dort nachhilft, aber es muss einfach natürlich aussehen. Das heißt also nicht mehr mit Wegrasieren und so wie früher zum Beispiel, sondern komplett natürlich und es können auch ein paar Härchen stehen oder muss man jetzt alles wieder wegzupfen? Ich glaube, das muss man im eigenen Ermessen auch machen. Ja. Natürlich sollten sie gezupft und gepflegt sein, aber wenn da und dort, wenn das ordentlich gemacht ist, dann ist das auch in Ordnung. Ja. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir Madonna-Leserinnen eben mit solchen Special-Events verwöhnen können, wenn sie auch selbst was ausprobieren können, live erklärt bekommen, wie es funktioniert. Und das ist natürlich ein tolles Leser-Event, das viel Anklang gefunden hat. Ja.